Ja, hallo ihr Lieben, das ist schon mal ein paar Tage Wortbeschlusskurs von Philologe und diesmal wieder über Konto mit dem Dating-Beziehung und Liebe. Heute haben wir mal ein sehr spezielles Thema, ja, das ist eine bestimmte Situation in Beziehung so traurig machen und dass man kein Psycho sein will und weil man so emotional ist und ja, mal denke ich mal etwas andere E-Mail. Ich wollte vorab nochmal sagen, der Newsletter geht auch morgen raus. Wir haben unsere große Mai-Aktion wieder. Ich weiß, es gibt es selten bei uns, aber es gibt wieder einen 25%-Coupon, der heißt Mai-Liebe, zusammengeschrieben. Und den könnt ihr überall in der Kaufabwicklung eingeben auf liebeschip.de. Und dann gibt es 25% Rabatt auf all meine Online-Kurse. Ja, zieht's euch rein, genau. Ausbildung kann man sich auch schon für anmelden. Die geht Ende des Jahres wieder los, Einzel und Paar. Die hat ja ihr eigenes Frühbuchersystem. Genau. Aber fangen wir einfach mal an mit der E-Mail, würde ich mal sagen. So. Gut, also, das mal gerade wieder aufrufen hier. So, die Zuschauerin schreibt. So, also eine sehr kurze E-Mail. Ich bin sehr lange Single, am Aussehen liegt das nicht, dazu bekomme ich zu viele Komplimente von Männern. Ach, ja, ich glaube, es liegt, also man sollte wirklich nicht beim Aussehen anfangen. So, also natürlich kann man sich immer fit halten und alles. Aber wenn man ewig lange Single ist, ja, sind es tatsächlich auch oft innere Gründe. Ne? Und natürlich ein bisschen die Gesellschaft, die einen da auch reindrückt. So, ich muss weinen, wenn ich mir schon vorstelle, dass ich in einer liebevollen Beziehung bin. Ich weine auch in sehr schönen Momenten mit Männern, wenn ich mich wirklich geliebt fühle und es sich echt anfühlt, zum Beispiel nach einem Frühstück, nach einer schönen Nacht. Ist erstmal nichts falsch dran. Ich würde auch immer gucken, dass du dich nicht zu sehr bewertest, auf jeden Fall. Obwohl ich mir solche Momente wünsche, habe ich Angst davor, weil ich von Männern damit als Psycho dastehe. Naja, erstmal kann ich auf jeden Fall sagen, dass, also wie du dastehst vor Männern, das sollte überhaupt keinen, also solange du nicht vor Männern Katzenbabys schlachtest oder so, sollte es einem einfach egal sein. Du bist, also, was heißt egal? Also, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von ich bin, wie ich bin, so, weil manchmal ist wie ich bin, ist auch scheiße für andere, aber in diesem Fall schon. Also, wenn du eben emotional bist und eben weinst nach einer schönen Nacht, da ist ja nichts, das ist, glaube ich, auch nicht, was Männer jetzt mit Psycho meinen, sag ich mal. Damit ist ja eher so volatiles, unvorhersehbares Verhalten gemeint, irgendwie, was auch so eher negativ ist, aber das ist ja eine schöne Art von Emotionalität und wenn man das nicht zu schätzen weiß, so, dass das oder sagt, ey, war doch einfach nur eine Bettgeschichte hier, warum weinst du denn jetzt? Und so, das, dann hat er dich irgendwie auch nicht verdient und ich finde das jetzt auch in keinster Weise unnormal, dass man, da werden ja auch viele Neurotransmitter und Hormone ausgeschüttet nach in der Sexualität und danach, dass man da jetzt mal sehr emotional wird. Ich denke mal, da können viele mit relaten, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Dann schreibst du noch weiter. Ich habe als Kind mit 7 eine schwierige Situation erlebt. Am Flughafen weinte meine Mutter so sehr und ließ die Schwiegermutter nicht los, als wir nach Deutschland gezogen sind und wegfliegen mussten. Also ich vermute mal, du bist dann in einem anderen Land aufgewachsen, könnte sein. Ich habe damals auch geweint und keiner kümmerte sich in diesen Momenten um mich. Bis heute, also erstmal, ja, absolut verständlich, dass das einschneidende Situation ist und ja, was das vielleicht mit deinem inneren Kind zu tun hat, können wir gleich mal gemeinsam ein bisschen überlegen. Ich habe trotz Therapie Schwierigkeiten mit Situationen des Abschiedsnehmens. Ich muss da wie am Flughafen krankhaft weinen. Ich würde solche Begriffe wie krankhaft, würde ich mir selber jetzt nicht unbedingt auferlegen, sage ich mal. Ist auch ein bisschen negativ. Du hast da halt Probleme mit, ne? Ja. Hat dieses etwas mit der oben beschrieben, also mit dieser Situation mit den Männern zu tun? Könntest du Kurs empfehlen und so weiter? Was empfiehlst du mir? Also erstmal
wenn ihr euch selber besser kennenlernen wollt und wie ihr tickt und wie ihr funktioniert und all das, da seid ihr natürlich in so einer 1:1 Therapie eigentlich super aufgehoben, ne? Ist ein bisschen schade, dass das da nicht Antworten gebracht hat, weil würden wir jetzt eigentlich, ich weiß auch nicht, was für eine Therapie du gemacht hast, aber sollte man eigentlich meinen, dass ja, dass du auch deinen Berater oder Therapeuten ja, das adressieren kannst und ihm was und das mit ihm besprechen kannst. Und er kennt dich natürlich viel besser jetzt so. Und klar, wir fokussieren uns ja eher immer auf die Beziehungsaspekte hier. Und aber natürlich ist es so, dass das wissen ja alle, dass die Kindheit uns prägt und Situationen aus der Kindheit uns prägen und dass unser, ich habe ja auch Steffi Stahl viel drüber, dass unser vielleicht verletztes innere Kind oft am Steuer sitzt und Situationen irgendwie in eine oder andere Richtung schiebt, sage ich mal. Und ja, also ich kann halt, ich kann auf jeden Fall, das kann ich auch so persönlich sagen, total mit relaten, dass man, also mich darauf beziehen, dass man, oder kennt das auch, dass man manchmal Situationen im Leben hat, wo so ein, fast wie so ein Heimwehgefühl auftritt oder sowas, dass man sich so ah, früher war das aber total schön, also vielleicht auch eine Sehnsucht nach deiner Kindheit, vielleicht war die ganz toll, deine Kindheit, ne? Und dann umgezogen, weiß nicht, Immigration nach Deutschland, ganze Probleme, die das mit sich bringen kann, Mutter oder Familie vielleicht nicht mehr, also Familieumfeld nicht mehr so da, du nicht mehr so im Blick, kann man sich natürlich jetzt prima fantasieren, was das alles für Probleme macht und dass da so, ja, ich glaube, wenn man sowas hat, dann treten halt auch so, ich nenne das mal so Heimwehsituationen auf, dass man so, ja, Momenten, wo es dann schön ist, erinnert man sich vielleicht dran, also entweder man erinnert sich dran, wie es damals in der Kindheit mal schön war und das aber dann lange nicht mehr war, also, oder man erinnert sich dran, dass es eben in der Kindheit nicht so war oder im Jugendlichen sein oder was auch immer. Also auf jeden Fall verbindet man dann diesen schönen Moment mit irgendeinem Schmerz, dass schöne Momente vielleicht nicht so häufig waren im Leben, wie man sich das gewünscht hätte. Und dann kommen diese Emotionen raus. Ich meine, das ist ja erstmal, ich meine, es sind natürlich jetzt sehr wenig Informationen hier. Ja, damals mein Ausbilder hat immer gesagt, Tränen sind auch wie Wasser, das den Garten wässert und die Blumen wachsen sozusagen, ne? Also ich finde jetzt, aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie du weinst, was für Zustände mit einhergehen, aber da jetzt in emotionalen Situationen zu weinen, weil dann irgendwas wirklich rührt, also ich würde das erstmal nicht so überproblematisieren auf jeden Fall, ne? Das fällt mir auf jeden Fall dazu ein. Und wie gesagt, deswegen jetzt zu sagen, also da kann ich mich nicht vor Männern zeigen, also das kannst du wirklich abhaken. Also das ist meine, wenn ihr überlegt, weiß nicht, wenn ihr so in eurem Leben gedatet habt, wie wenig Probleme manche Menschen haben, sich mit ihren Quirks, wie die Engländer sagen, also ihren komischen Seiten zu zeigen oder gar nicht drüber nachdenken und trotzdem akzeptiert man ja auch irgendwie und also, warum sollte das nicht akzeptabel sein? Also, ganz im Gegenteil, ich würde sagen, es ist wirklich wichtig, auch ja, positive, korrigierende Erfahrungen zu machen. Das heißt, würde man sich wirklich wünschen, dass du in ja, Beziehungen kommst, die eben auch wieder schön sind. Oder also entweder anknüpfen an schöne Beziehungszeiten, die sonst in deinem Leben hattest, oder eben diese schlechte Beziehungszeiten darüber eine korrigierende, positive Erfahrung legen, so, ne? Also, ich hoffe, versteht, was ich meine, dass so, ja, dass da irgendwas Neues drüber kommen kann. Also, man sollte nicht so, das gilt eigentlich immer für Beziehungen, man sollte nicht so festhalten, also manchmal hält man so fest an so negativen Situation, weil einem das irgendwie Zugang gibt zu diesen Kindheitsgefühlen, so, ne? Selbst wenn die eigentlich irgendwie auch teilweise negativ waren und ja, und wie gesagt, diese Situation am Flughafen, das kann ja auch, manchmal sind das auch so Deckerinnerungen, wo es eben nicht nur am Flughafen scheiße war, sondern davor und danach irgendwie auch und es ist nur, steht nur wie so ein Symbol dafür, so. Aber wie gesagt, das ist alles, also was dann deine persönliche Entwicklung da angeht, ich glaube, das musst du da vor Ort mal gucken. Vielleicht lässt sich das ja auch noch thematisieren.
Ansonsten, wie gesagt, würde ich da nicht dran festhalten und auch nicht, dass mein Leben bestimmen lassen. Also wir haben ja immer, das kann ich mal wieder sagen in Beziehungen, wir haben ja dieses innere Kind, aber wir haben auch inneren Erwachsenen oder wie ich immer gerne sagen, so ein Oberhaupt, ne? Wir haben ja so ein Teil, also man sollte das innere Kind, sollte man wertschätzen und sich drum kümmern. Aber man sollte, das ist, ich habe das immer so gelernt, man sollte es nicht ans Steuer lassen, so, ne? Also das innere Kind ist wichtig, aber das möchtest du nicht ans Steuer lassen von deinem Auto, weil das fährt so wild durch die Gegend und macht, was es will, was Kinder also machen. Sondern man, ich bin ein großer Fan vom inneren Oberhaupt, also so einer Instanz in dir, so quasi die Chefinstanz, die dann sagt, ja, alles klar, inneres Kind. Ja, war scheiße am Flughafen, ne? Und ja, können wir uns auch ein bisschen weinen. Und so, jetzt, was ist jetzt, ne? Was ist jetzt? Leben geht weiter. So, wen möchte ich jetzt daten? Ja, es war schön mit dem Mann, hab ein bisschen geweint. Ja, egal. Weiter, nächste schöne Erfahrung. Was will ich machen? Und ich halt, was ich mir auch vorstellen könnte, dass auch so, was ich mal so ein nice, geiles Leben nenne, ist ja auch ein Kurs, den ich habe, Spiritualität, den könnte ich dir auch ans Herz legen. Spiritualität und nice, geiles Leben, also klar, ist, also ich meine, bei wem war die Kindheit schon perfekt irgendwie, also garantiert nicht und aber das ist ja auch eine, wie soll ich mal sagen, das ist auch eine Sichtweise so, ne, also ich meine, ich weiß gar nicht, wie soll ich das jetzt mal sagen. Ja, also nehmen wir mal an, du bist Elternteil vom Kind und dein Kind sagt dir jetzt, oder dein erwachsenes Kind sagt dir, ja, ich fand das und das in der Kindheit total scheiße. Du hast aber das Gefühl, dass du immer einen Arsch aufgerissen als Eltern und so. Weißt du, da sind so zwei Sichtweisen, die sind doch beide legitim. Oder? Vor allen Dingen natürlich für diejenigen, wie das Kind was sagt, ja, ich fand das und das aber nicht gut. Und trotzdem, ja, ist nichts im Leben ist optimal und es muss irgendwie weitergehen. Also da so eine innere Haltung zu haben von, ich gucke jetzt nach vorne und ich versuche mein Leben im Hier und Jetzt so richtig geil zu machen, weil dann musst du nicht immer wieder so Referenzpunkte ziehen und dich mit dieser Vergangenheit beschäftigen. Also ich bin nicht so ein, ich weiß, das sehen andere anders, finde ich auch, kann man auch unterschiedliche Meinungen darüber haben. Ich bin nicht so ein Fan, sich so obsessiv mit der eigenen Kindheit zu befassen, über einen langen Zeitraum, sag ich mal. Also phasenweise kann man das sicherlich mal machen, einfach um das alles mal für sich klar zu kriegen, so. Aber ich finde, irgendwann muss man auch mal sagen, okay, ich bin jetzt so, ja, ist gewesen, war scheiße. Okay, was jetzt, ne? Was will ich jetzt machen? Was will ich vielleicht selber für eine schöne Familie gründen? Oder du bist ja Mitte 30, steht hier. Oder was will ich jetzt für schöne Erfahrungen mit Männern machen? Und ich will mich da nicht abhalten lassen von solchen Sachen. Und ja, es gibt, also ich habe zum Beispiel so eine Sache gehabt mit meinem Hund damals. Da habe ich so einen richtigen Knacks weggekriegt, als er eingestiefert wurde. So. Und gibt es für mich auch Situationen heute, die kann ich einfach nicht ab, die kann ich nie ab. So, ne? Und weiß ich nicht, als unser Hund jetzt zum Beispiel da seine Goldimplantate gekriegt hat, frag mich nicht warum, lange Story, müssen wir jetzt hier auch nicht erörtern. Ich bin raus, ich habe gesagt, wieder in Narkose gelegt, vorher gesagt, ich kann mir das nicht angucken. Und dann ist es halt so, ne? Dann ist es halt so, kann man vielleicht so ein bisschen seinen Frieden mitmachen oder sich auch drumrum lavieren, wenn man aber man kann auch sagen, ja, ich bin einfach nicht gut mit Abschiedssituationen, so, ne? Das ist halt so. Ansonsten, wie gesagt, wenn du dann auch Gelegenheiten hast, besprich das alles da, ne? Mit in deiner Beratungssituation, die du da hast, ne? Also da ist, glaube ich, so der beste Ansprechpartner. Genau. Ansonsten, wenn du jetzt, wie gesagt, bei mir Kurse machen willst, und wäre sicherlich auch der Verlustangstkurs eine gute Sache, könnte ich mir vorstellen, so, ne? Aber wie gesagt, lass dich nicht, das ist, glaube ich, warum viele Single bleiben, dass sie irgendwie so eine halbbewusste Angst haben, was passieren könnte in Beziehungen und dann, und sobald es irgendwie mal intensiver geht, oh Gott, nee, oh nee, da würde ich dir wirklich raten, geh mal rein, ne, mach die Erfahrung, weil, also in Beziehungen zu sein, auch in Datesituationen oder, aber auch in Beziehungen zu sein, das ist wirklich, also es muss auch nicht zwingend immer Liebesbeziehung, aber in Beziehung zu sein zu anderen Menschen, zeigt dir immer die Themen,
wo du dran arbeiten kannst, ne? Vielleicht hast du dann in einer Beziehung so ein Abschiedsthema und dann kannst du es mit deinem Partner besprechen und dann könnt ihr gemeinsam gucken, hey, wie können wir das denn regeln, dass es für dich gut ist irgendwie, ne? Wie können wir das machen, dass es gut ist oder dass es gar nicht so viele Abschiede gibt oder dann vielleicht können wir zusammenziehen, weißt du? Dann kriegst du genau deine Themen im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit präsentiert und kannst dir im Hier und Jetzt überlegen, okay, wie kann ich das jetzt handeln, so, ne? Grundsätzlich, wenn ihr meinen Kursen arbeiten wollt, was so emotionale Lagen angeht, kann ich auch diese meine Mentalheld-Kurse empfehlen. Ich habe einen Glückskurs, einen Trauerkurs, Selbstbehauptungskurs und diese ganzen Sachen. Ja, das einfach mal sich da durchwuscheln hat. Da gab es auch eine andere Frage, die kann ich da vielleicht auch nochmal mit reinnehmen. Hat da jemand gefragt, vielleicht lese ich die E-Mail auch nochmal extra vor, aber hallo Christian, erstmal danke für deine sehr hilfreiche Arbeit, jetzt habe ich mal dein Buch bestellt, bei den Kursen bin ich mir unsicher, wobei ich vermutlich was Nützliches dabei wäre, wirst du trotzdem gerne was für mich empfehlenswert, von welcher Reihenfolge? War noch eine ziemlich dumme Frage, was erwartet mich auf einer Liebeschip-Party? Genau, vielleicht kann ich das gleich mitbeantworten, also ich empfehle eigentlich, also klar, wenn einem irgendwas, ich habe ja sehr viele Themen, guckt einfach mal rein, geht, scrollt wirklich mal durch, auf die zweite Seite, das ist ja auch so Eifersucht, Glaubenssätze, also viel, ziemlich viel Spezialkurse und ich werde ja auch alle freischalten heute noch hier für den, manche sind dann auch nicht immer verfügbar. Und, aber eigentlich empfehle ich so bei, also entweder haben viele kommen mit Liebeskummer, dann fangen wir bei Modul 0 an, also eigentlich empfehle ich so, bei Modul 1 anzufangen, ne? Umprogrammierung des Liebeschips, weil das sind so grundlegende Sachen meiner Arbeit, also so eine absolute Basis. Den Kurs gibt es schon seit, weiß ich nicht, 7, 8 Jahren oder so. Ich bezweifle, dass ich den jemals, selbst wenn ich 500 Jahre alt werde, ich bezweifle, dass ich den jemals verändern werde, weil der steht einfach in Stein gemeißelt und ist so die Grund, so eine Grundlage, die auch viel so gesunder Menschenverstand ist und einfach so eine Basis und dann in Vertiefungsübungen sind schon, ist schon eine Trance drin, ist schon, also ein Trance für dein Liebeschip ist schon, sind schon Sachen so, diese Zielearbeit, so Richtung nice, geiles Leben, da sind schon ganz viel praktische Sachen drin und, also mit diesen ersten Kursen, weil auch noch Selbstliebe-Challenge, würde ich auch sagen, ist für die meisten Leute was, dann kommt Modul 4, Co-Abhängigkeit und Bindungsangst, könnte auch was für dich sein. Also ich empfehle mal so ein bisschen, dann der Dating-Kurs, Modul 5. Also man kann auch gut vorne anfangen oder eben gleich so ein Gesamtpaket kaufen. Das ist sowieso normal, kostet dann teilweise nur die Hälfte so. Und sich dann so langsam da durcharbeiten. Und das ist halt so ein typischer Weg, den so viele gehen. Und dann kann man ja noch anbauen. Naja, Verlustangst interessiert mich noch oder was auch immer. Oder ihr holt euch gleich, es gibt auch ein Gesamtpaket meiner Kurse. Genau. Also, und die Liebeschip-Party, ja, das ist, vielleicht können da welche mal schreiben, die da waren. Also, es ist halt mehr Halligalli als auf einer, also jetzt nächstes Jahr in München, könnt ihr auch noch kommen, ist halt mehr Halligalli als auf einer Lesung, sage ich mal. Leute sind eigentlich immer so ein bisschen mehr, ich lese mal es auch ein bisschen, aber es ist nur ein Teil. Ich erzähle was, wir machen, so in der Großgruppe machen wir so ein bisschen Schnickschnack, sag ich mal, weil ich mache eine Trance oder ich mache irgendwelche Übungen mit deinem Nachbarn und ist auch mehr Zeit, sich kennenzulernen. Also da ist viel mehr Luft zu reden vorher, in der Pause, danach gibt es ein bisschen Musik und ja, viel mehr Gelegenheiten, sich da auszutauschen. Ich möchte ja auch was gern, könnte auch in die Liebeschip-Community kommen. Das ist auch so in den Kursen aufgelistet. Ist auch eine nette, sehr nette Gruppe. Und ja, ist einfach eine schöne Art, auch mal andere Liebeschippler kennenzulernen, so, ne? Also so richtig getanzt wurde bisher eher wenig, mehr so gequatscht, aber vielleicht kommt das auch noch. Und ja, ist so bunt gemischt, also sicherlich mehr Frauen als Männer. Altersmäßig müsst ihr euch da keine Gedanken machen, also da in Köln, da war wirklich von Anfang 20 bis, ich weiß nicht, 60 plus, wirklich alles dabei, auch in gleichen Anteilen. Also da findet ihr auf jeden Fall Leute auch in eurer Altersrange und
Ja, gut, aber jetzt zurück zur ersten E-Mail. Ja, ich hoffe, ich konnte dir so ein paar Punkte geben, war jetzt sehr knapp, so die E-Mail. Aber wie gesagt, lass dich davon, also ich verstehe es wirklich, verstehe auch, dass es unangenehm ist. Macht vielleicht auch Sinn, da weiter dran zu arbeiten vor Ort so, um zu gucken. Aber also ich bin halt ein sehr großer Fan von so in die Zukunft gucken, ne? Okay, weil jeder von uns hat seine Macken, ne? Manche haben, weiß ich nicht, haben vielleicht irgendeine Verletzung, die immer wieder wehtut und so, ne? Und irgendwie, man kriegt halt auch nicht immer alles hundertprozentig weg so, und dann muss man auch irgendwann sagen, okay, muss ich jetzt irgendwie Umgang damit finden, einen freundlichen Umgang, nicht, dass man das so wegdrückt oder dass man so gegen sein inneres Kind arbeitet, aber so wie man so ein Kind auch beruhigen würde, man sagt, ja, ist jetzt scheiße, ja, okay, jetzt wein mal, und dann tröstet man es und dann sagt man aber auch, komm, so, jetzt gehen wir an Zitronenlimonade trinken. In diesem Sinne, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.